Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Jo, heute steht nämlich Operation Wachmann an. Das ist die Splinter Cell Mission, die bei Ghost Recon Wildlands gibt. So, ich bestelle schon mal einen Hubschrauber. Wo ist der? Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Achso, und die Mission noch auswählen. Sam Fisher, der Badass-Typ schlechthin, ist in La Cruz. Er braucht Ihre Hilfe bei etwas Außerplanmäßigem. Folgen Sie seinen Anweisungen und stellen Sie sich gut mit ihm. Okay. Also, Sam Fisher erreichen. Und das unentdeckt. Und... so ein Santa Blanca-Leutnant. Okay, das ist Unidad. Warte, und die sehen dich. Keinen töten. Und das sind so ein Unidad-Lager. Hm? Ich bin der Pilot. Das heißt, ich versuche da mal mein Reinfliegen wird eh nicht funktionieren. Hubschrauber gelandet. Jetzt heißt es irgendwie ins Lager reinkommen. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Da drüben, neben dem Container. Ah, da oben ist ein Scharfschütze. Die Wache ist drin. Matchwood, ich nähere mich dem Treffpunkt. Verstanden. Komm zu mir. Ich bin im Serverraum. Hier ist einer mit einer Minigun. Sam Fisher ist im Serverraum. So. Versuch mal den Weg. Einmal die Ablenkungsköder bereithalten. Einer. Ja, schnell beeilen. So, drinne. Schnell rauf. Ich kann Matchwood sehen. So sehen also Geister aus, hm? Wer ist dein Freund? Dieser Kerl ist ein CIA-Verräter. Hey, er hat den Langley wertvolle Infos geklaut und
So wie es heißt. Verkaufen wollte er sie Santa Blanca. Santa Blanca? Aha. Wenn er an die verkauft, was macht er im Unidad Camp? Ich glaube, er wollte sie Schutz erkaufen. Hat wohl nicht so richtig geklappt, oder? Er hat bekommen, was er verdient. Sehen wir mal, was haben wir denn hier? So ein elender Mistkerl. Was? Die Langley-Daten liegen alle auf einem Unidad-Server. Ich kann das Ding hacken. Aber das Problem ist, sobald ich die Tür öffne, haben wir hier jede Menge unerwünschter Gäste, die auf Ärger aus sind. Wie können wir helfen? Sie müssen aufpassen und für Schutz sorgen. Nun, das Problem ist, dafür braucht man Zeit. Ich muss den Server hacken, die Dateien laden und dann die Festplatte säubern. Also, wenn Unidad auftaucht, drehen Sie den Bleihahn auf. Hua. Feinde im Anmarsch. Gut. Beschäftigt Sie. Das dauert eine Minute. Sieht aus, als hätten wir Sie aufgescheucht. Ich habe Katari um Verstärkung gebeten. Sicher, amigo. Schicke einen Kampf. Fuerzas enemigas detectadas. A todas las unidades. Disparen a voluntad. Die Rebellen. Ein Kampf. Komm her. Zu dieser Position unterwegs. Greife an. So, Stellung halten. Seinen Fischer verteidigen. Scharfschütze, runter mit dir. So. Ja, Rebellen habe ich bestellt. Haben Verluste. Matchwood, wie geht's mit dem Hack voran? Ich brauche noch 2 Minuten. Schneller wäre besser. Ja, schneller wäre besser. Wir haben Verluste. Mehr Unidad. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Haltet durch. Ich hab's fast geschafft. Scheiße. Feind am Boden. Verluste. Reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Angerufen, wegen Verstärkung. Hier ist noch ein Hubschrauber. Ein Heli, los, runter! Okay, ich habe jetzt 2 Hubschrauber runter. Runter. Das Feuer gebeten. Alles klar. Sperrfeuer kommt. Verdammt. Sperrfeuer. Der Hack ist abgeschlossen. Frag die Lady nach einem Treffpunkt. Nomad am Baum. Wir können raus. Wo ist der Sammelpunkt? Ich schicke die Koordinaten. Hat Matchwood, was er braucht? Bestätigt. Nomad Ende. So. Thank you.
Hoppa. Granate, weg! So, kann ich mir auch einen Helikopter bestellen? Ja, okay, das Fisch macht ja hier gar nichts. Moment. Okay, weiter nördlich ist ein Helikopter. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Oh, neben mir ist ein Helikopter abgestürzt. Schnell den Weg raus, den will ich halt. Den ich genommen habe. Ich wollte erstmal meine Leute wiederbeleben, aber nein, das ist nicht so toll. Okay, den hat man abgeschossen. Ich lasse mal Hubschrauber. Ganz weit weg. Das Team ist nicht schlecht. Nicht so gut wie ich, aber nicht schlecht. Ich könnte Ihnen jetzt einer reinhauen, aber ich weiß ja, was ihr für Holzusen seid. Und worum geht es hier? Dieser CIA-Trottel hat Informationen über eine brandheiße neue Technologie gestohlen. Er dachte, das Kartell braucht sie, um ihr Produkt unbemerkt über die Grenze zu schmuggeln. Aber eins kann ich euch sagen. Das Ding ist noch viel, viel gefährlicher. Wissen Sie nicht, was es ist, oder wollen Sie es uns nur nicht sagen? Was wir hier haben, ist die Art von Kriegsgerät, die Sie und mich überflüssig macht. Und die hohen Tiere schwitzen deswegen schon Blut und Wasser. Okay, das sind interessante Informationen. Neue Kriegsgeräte, die sowas wie der Fischer oder die Ghost-Einheit praktisch in Ruhestand versetzen. Weggebracht. Landen. So. Ah, kann ich noch Munition noch mitnehmen? Und sicher. Linda, wie geht's dir? Du siehst gut aus, echt gut. Sag Karen zu mir. Und du hast wohl ein paar Meilen hinter dich gebracht. Ja, ein paar. Hab gehört, Leute wie mich machen die nicht mehr. Da war noch ein Typ, Army Infiltration, trug ein Bandana oder irgend sowas. Ist in Rente, habe ich gehört. Wirklich? Yep. Dann bleibt nur noch ich.
Sam? Ja. Hast du's? Ja, hab ich. Ich werde es persönlich abliefern. Grim will was. Und was will sie? Der Chairman der Joint Chiefs meldet eine gestohlene Atomwaffe. In einer Stunde sitzt du im Flugzeug. Wirklich. Irgendwer hat gesagt, der Preis des Erfolgs ist harte Arbeit und sich reinknien. Ja. Nicht so offiziell, ich bin Sam. Also, ihr leistet echt gute Arbeit. Pass gut auf dich auf, ja? Eine Stunde, hm? Exakt. Habt ihr Kaffee? Das ist Bolivien. Klar gibt's Kaffee. So, Einsatz fertig. Treffen mit Sam Fischer. Besonders der Spruch nur, habt ihr Kaffee? Es ist Bolivien. Da gibt es jede Menge Kaffee. Ja, aber nicht schlecht. So. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch mit der Splinter Cell Mission. Ja, die ist dann fertig. Ja gut, dann gibt's ja nichts mehr zu tun. Es war halt interessant, die zu machen. Besonders das Reinschleichen und dass man niemand tötet halt, das ist die schwerste Herausforderung in dieser Mission. Sammeln, Leute. Verstanden, in Bewegung. Okay, warum drehen die auf einmal durch? Keine Ahnung. Aber egal. ja, die schwerste Herausforderung ist das Reinschleichen. Danach Stellung halten, das geht einigermaßen und danach, ich glaube, die Flucht wird auch noch ein bisschen knifflig sein, je nachdem, wie man flüchtet. So, nö, dann würde ich mal sagen, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.